Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft Together mit Lukas Möller. Hallo Leute. Ja, im letzten Part haben wir Diamant gefunden. Ja, genau, ich war's. Ah, ich hatte Diamant. Er hat die Diamant gefunden, das finde ich bösartig. Aber egal. Ja, heute werde ich ein Haus bauen. Oh, weiterbauen? Nee, ich baue jetzt ein Sonderhaus, sogar schon neben unserem Truppenhaus. Aus bloßem Stein. Ja, und dank dem Redstone, was mir Lukas dann bringen wird, werde ich dann unser Haus richtig geil ausstatten. Er weiß, was passiert, wenn ich mit Redstone arbeite, was rauskommt. Lava, oh verdammt. Was glaubst du wohl, werde ich wohl bauen? Oh. Alter, wird doch verarschen, Scheiße. Die Lava, boah, da kommt gerade Lava. Oh, Hintergrund. Jetzt Hintergrund. Ja, ich höre Hintergrundmusik ist bei mir Endless Possibilities aus Sonic Unleashed. Geiz, das Song. Ja. Ist das Copyright? Du kannst machen. Die Songs hab ich noch nie. Ich hab einen Cut hochgeladen. Die Credits von Unleashed. Ja, ich hab sie damals mit dem Cutscene-Video einen Cut hochgeladen, voller Quali 1080p. Okay. Take this. Und ich habe mir sogar gerade nochmal die Stelle. Angeguckt, ob ich Diamanten gefunden habe, ich habe mich so schwach gelacht. Ja. MSL lacht auch immer über sein Best of the Platz. Jedes Mal, wenn er sich anguckt, kriegt er einen Lachanfall bei jeder Szene. Der Depp vom Dienst heute. Wenn du den Stecker rausziehst, Kevin, dann zieh ich bei dir den Stecker raus. Zieh ich bei dir den Stecker raus. Und zwar komplett. Dass du nie wieder aufwachen wirst. Nein. Das heißt. Nee, dann wird der geballte Zorn von Giratina ihn zerfisten. Kevin, das ist der älteste Spruch der Welt. Kevin, aufhören oder Giratina kommt. Erwartet. Wer kommt? Giratina, oh, aus Pokémon, ne? Ja, Giratina wurde lange nicht mehr so gut gefüttert. Der braucht unbedingt ein paar Opfer. Was? Ich mag etwas Pokémon. Lukas 95. Magst du Pokémon? Ja. Ich hab Battle Evolution. Was? Ah ja, Pokémon Revolution. Oh, ich hab sogar noch mehr Redstone gefunden. Ja klar mögen wir Sonic. Ich hab mir gerade so gefragt, blöde Frage, mögt ihr Sonic? Das kannst du IPM fragen. Kevin, das ist aber eine Pfandfrage gerade gewesen, oder? Ah. Boah, ich bin auf offener See. Wenn ich sterbe, dann möchte ich einen Unterwassergrab. So. Ich hab den Ton etwas größer gemacht. Ich bin ins Wasser gefallen. Mann, okay. Bin ich geil. Ja, ich hab sogar gecheckt, in den Aufnahmen kann man Kevin kaum hören, aber er ist hier. Lässt es bitte, Kevin. Mit meinem Kuli rumzuspielen. Ja, okay, du hast noch einmal drauf drücken, danke. Kevin, lass es. Ja, ich hab noch einen Kuli in meinem Zimmer. Ja. 19. Kevin! Kevin nervt mich so, ey. Leute, ich glaube, in Lukas Filmvideo, also bei meinem zweiten Kanal, werde ich machen, wie er hängt aus den Dings, der hängt aus meinem Fenster ist. Du bist den. Ihr guckt euch auch alle natürlich auch an, Leute, oder? Was für ein Dankesbrief, Kevin? Von Schulfest. Nee, hab ich keinen bekommen. Nach dem Schulfest bin ich sofort abgehauen. Als vorbei war, ich dachte mir so, nur so endlich ab nach Hause. Ich sofort nach Hause gerannt. Ach nee. Ja. Ja. Alter, ich finde irgendwie keine Diamanten mehr. Ich finde keine Diamanten mehr. What the? Ist hier einfach ein Fehler in der Matrix oder was? JP-Style. Oh, ich bin beinahe in Lava reingerannt. Das kann Kevin bezeugen. Ja. Nein, du wirst die Tasten nicht manipulieren, Kevin. Wenn du, wenn du das machst, ne? Achso, Kevin, Black Doom ist hinter dir. Ja, Black Doom. Ja, du darfst ihn gerne töten. Ah ja, Kevin hat gefragt, wie die Black Doom ist schon da.
Was? Nee, Kevin hat gefragt, wie du ihn fertig machen willst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, in der Schule anstatt der Hedgehog hat meine EP mit meinem, wo ich Black Doom in 9 Sekunden platt gemacht habe. Das war schon ein Rekord. Ich bin gerade irgendwo in so einer Art Lavaquelle. Da kommt immer wieder Lava. Ja, das war schon weltrekordverdächtig. Das war das Klügste abzubiegen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh ja, ich bin schon reingebaut. Oh. Lava, oh Gott, oh Gott. Lava lässt grüßen. Das ist echt gefährlich hier. Geh wieder ins Haus, das ist gefährlich. Draußen nee, so alleine rumzulaufen. Ich muss Diamanten finden. Ich hab so einen Diamanten dran. Oh Gott. Oh, jetzt kommt keine Lava. Ja. Und ich beherrsche was ganz Tolles mit Redstone. Ich kann das Redstone-Signal umkehren. Ja, ich kann Redstone-Signale umkehren, das kann ich. Cool. Naja, ich gehe da mal wieder aus der Höhle raus, weil ich habe jetzt wieder über ein Stück Redstone. Und das gebe ich immer gleich. Jeder von euch kennt ja bestimmt den Tageslichtsensor. Wer Minecraft zockt. Also Kevin fragt dann darum, wie du ihn fertig machen willst. Weißt du etwa, wo sein Bett wohnt? Der Mauch weiß es, der wird's mir sagen. Okay. Keine Ahnung. Hat er mir gerade nicht gesagt, so richtig. Boah, der Gang ist so lang. Ich gehe mir mal wieder. Kohlefarm. Ja, ich bin in Minecraft. Ja, genau. Jemand ruft dich an oder so. Zockst du oder so. Dein Papa so. Kevin, Anruf. Ja. Ja, ja. Alles passiert hier im Leben. Ja. Hallo Kevin, hier spricht dein Vater. Ja, ich gebe dir ja mal das Redstone. Das Redstone ist auch in der Höhle in der Kiste. Ich komme. Ich muss so in die Höhle, ich muss Stein farmen. Tja, ich hab Diamanten und Gold. I need stones. Wie ich? Keine Ahnung. Die Geschichte habe ich doch erzählt, weißt du? Give me the stones. Bei meinem 5-Aufus-Special habe ich doch die Geschichte erzählt. Also dass einige so Gott fanden, besonders du, dass ich richtig gut im Zeug bin oder nicht und so weiter. Und irgendwie hast du mich auch etwas dazu ermutigt, einen YouTube-Kanal zu machen. Ist wirklich so. Weißt du nicht mehr? Ja, du hast mich doch etwas dazu ermutigt, weißt du das nicht mehr? Ja klar. Alter, ich glaube, du hast gerade einen leichten Blackout, richtig? Ja. Hab ich auch nicht mal, besonders in der Schule. Ja, erinnere mich irgendwie ein bisschen an das 4000 Abo-Special von Paper Zock, wo mal die Frage kam, wieso bist du Let's Player geworden? Dann da hat er mal. Nee, Paper wurde mal im 4000 Abo-Special mal gefragt, hab ich mir mal angeguckt. So. Da hat er gesagt, ja, ein paar Kollegen meinten so, hä, du bist witzig, Paper, mach Let's Play. Marcel, ja, mach Let's Plays. Ich wurde schon öfters einmal getaggt. Ja. Nee, nur einmal. Der wurde für die 30 Franken Challenge getaggt und er hat mich getaggt. Und die anderen Worten haben schon immer die Texte gemacht, ich meinte, tastisch, den schreibe ich nochmal an. Ja, ich habe ihn mal in der Skype-Liste, Achtung! So, ich komme nochmal zu dir und gebe dir noch ein bisschen Redstone. Magst du Text? Kassel 95? Nee. Downfall-Tag war schon schlimm genug. Was damit? Wo ist denn unser Haus? Wo denn? Ich war weit weg, ich mach doch bald Steine. Oben? Ist das Haus? Ja, ist immer oben. Okay. Entschuldige, Kevin, mit zwei Stück zu reden ist ein bisschen schwer. Besonders weil du immer wieder dazwischen quasi, wenn er was sagt. Dann leg dir mal ein paar bessere Ohren zu. Ey, einige. Danny hat sogar dabei mitgehört. Wow! Danny hat das sogar gehört. Danny? Ja. Ja. Leider Gottes, ja. Nein, Spaß. Achtung, Kevin, ich kann dich hören. Kevin kann dich hören. KS95 kann dich hören. In voller Lautstärke sogar. Ja, volle Lautstärke. Ich habe auch volle Lautstärke, aber irgendwie klappt es nicht. Ich habe ja auch ein Gaming-Headset. Ja, du hast ein Gaming-Headset. Wow, ich auch. Nein, Spaß. Ich habe keins, ich bin armes. Ich habe 60 Euro dafür ausgegeben. Hast du eine Gaming-Maus? Ja, ne, oder? Yep, ich habe eine Gaming-Maus. Ja, hat er. Ich halte mal runter ein bisschen mit der Maus. Ja, ein bisschen.
Ja, er hat doch, glaube ich, auch eine Gaming-Tastatur. Nee. Keine Ahnung. Ich habe ein Notebook. Er hat ein Notebook. David, das habe ich dir. Ich doch erzählt, du voll. Horst. Ich finde dich echt nicht. Wo ist denn das Haus? Das Haus ist da direkt bei der Ausgang der Höhle, also. Warte kurz, wo? Bei Ausgang der Höhle ist unser Haus. Ich baue das selbst das noch, das große. Da musst du warten. Okay. Das dauert. Ah, das sehen wir gerade zu hier auf dem Video, wie ich hier das Haus baue und es dauert. Ja, es dauert. Meine Häuser sind nämlich hoch exklusiv. Ich glaube, jetzt wird BPP bestimmt auch ein Haus von mir haben. Nein, ich baue dir kein Haus. Du brauchst mich nicht fragen, selbst wenn du mir 500-Euro-Schein anbietest. Nee, echt jetzt? Achtung, Paper Talk hat 500-Euro-Scheine. Hat er in deinen Videos gezeigt. Ich bin Kilo. Wer will 500er? K95, kennst du Kedos? Kedos? Ne. Kennt er nicht, also. Nein, er war nicht 20 Jahre hinterm Mond. Kevin hat gesagt, dass du 20 Jahre hinterm Mond gelebt hast. Und Alter, er ist erst 19. Ja. Also kann er nicht 20 Jahre hinterm Mond gelebt haben. Aha. Du hast hinterm Mond gelebt, Kevin! Er hat gesagt, dass du hinterm Mond gelebt hast. Haha, verdient, Kevin. Ja, er hat gesagt, dass du hinterm Mond gelebt hast. Ja, und jetzt wirst du mir das auch noch anhängen. Wo bist du? Ich such dich. Du wirst es noch nicht früh genug sehen. Ich brauche Zeit und Ruhe. Finde ich echt nicht. Ich will das Redstone geben. Kannst du dann in die, kannst du ins Haus stellen? Da hol ich es dann wieder ab. In welches Haus? Du meinst da, wo die Kiste ist? Ja. Ja, Kevin, lass es. Denn. Alter, warum klatscht schon das Mikro? Das wird doch verstärkt. Ehrlich? Ja? Hat ein Großmembran-Mikrofon? Keine Ahnung, das sehe ich auch nicht. Ich weiß nicht alles, ich bin nicht Gott! Achtung, oh, Broadcaster zeichnet alles auf, was ihr sagt. Ich höre. Hast du ein Mikrofon oder ein Headset? Gaming-Headset, hast du gesagt? Ja, nee, Mikrofon beim Headset oder ein. Mikrofon beim Headset, natürlich. Okay, Mikrofon beim Headset. Achtung, ich verstärke das Ding auch ziemlich dann. Ja, er hat ein Gaming-Headset, das weiß ich. Ich verstärke es ja erst um auf. Kevin, Licht. Kannst du mir nicht auf die Eier gehen? Ja, der hat sein Internatzimmer gezeigt, also Castle 95, und da war auch sein Headset zu sehen. Und das war ein Gaming-Headset. Boah, ey. Zeig ihm das Video, dann wird er wenigstens merken hier. Ja, und zwar sowas von Kevin. Das ist jetzt sogar mein Notebook zu sehen. Ja, wer das Video nicht kennt, ich werde vielleicht den Link in die Beschreibung packen, falls ich es vergesse. So, das Einzige, was diese Folge jetzt noch retten könnte, wäre, dass ich Diamanten finden würde. Oder Kevin kriegt eine aufs Maul. Oder Kevin kriegt eine aufs Maul, oder das? Was? Ja, ich habe vergessen, nein. Steam wieder mal die Benachrichtigung abzuschalten, deswegen sieht Kevin, man... Kevin, tritt in die Eier. Ich mach dich fertig, Kevin! Du möchtest ihn? Kevin ist doch zu schwach. So. Dann mach ich mir auch sogar schon mal gleich gute Sachen. So, jetzt habe ich einen Eimer, jetzt hol ich mir Obsidian, baue es ab. Dann können wir schon mal das Netherportal bauen. Ja. Weil ich hab zwar noch keinen Feuerstein, aber ich habe sogar schon Eisen und dann könnten wir ein Feuerzeug auch schon machen und sofort ans Nether. Ey, wie wir einfach nur so produktiv wieder sind heute. Wir sind auch halt die Besten. Ich glaube, wenn ich mit Kevin zusammenarbeiten würde, würde das bestimmt noch ein Desaster werden. Ja, ja, das stimmt, das würde besser werden. Also wir wären noch produktiver, wenn ein gewisser Kevin nicht hier wäre. Er wird heute toll beleidigt. Ein Spaß, Kevin, kannst hier bleiben. Du bist mein Kumpel. Sogar mein Bester, sogar besser als Yannick. Das weißt du. Okay, jetzt hast du einmal selber beleidigt. Und MRC ist da kein guter Kumpel? Was? Und MRC? Yannick. Ja, du bist auf jeden Fall besserer Kumpel als Yannick, sogar viel besser als Kevin. Ja, und MRC natürlich auch. MRC ist geiler Kumpel und geiler YouTuber. Abonniert alle MRC Let's Play und schaut seine Videos. Ich hatte einen Spaß gemacht. Ja. Ich möchte gerne, dass bei MRC eine höhere Abozahlbahn steht, sonst raste ich noch irgendwann aus. Und sag mir, Alter, ich mach schon so schlecht Werbung, das geht nicht mehr und es hilft trotzdem nicht. Ich hab 17 Level. Ja, hat die Arbeitskollegin von meinem Papa mir gekauft, keine Ahnung warum. Das war.
Das war mitten in den Ferien, als wir im Zoo waren. Ja, ich war mal im Zoo, mitten in den Ferien, in den Sommerferien. Hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Aber eigentlich wollten wir in den Moviepark fahren, aber da war es so stark windig. Und die meisten Attraktionen und Achterbahnen und so weiter kennt ihr eben, das Gedöns. Ich will euch jetzt nicht jedes Detail erklären, dann würde ich euch tot labern. Ja, sehr keine Details. Keine Details. Keine Details. Alter, wo zur Hölle bin ich hier, Alter? Wie lang ist denn die Scheißwasserquelle? Lang. Oh ja, sehr lang. Nein, ich will gerade einen Spruch ablassen, ich hatte die Klappe. Ja. Kevin kann doch gackern. Mehr kann er nicht. Kevin. Klappe. So, jetzt bauen wir mal Obsidian. Da hab ich recht gehabt, Leute, ich hab recht gehabt. Kevin kann nur gackern. Mehr kann er nicht. Wer kann nur gackern? Wer kann nur gackern? Ja, da. Kevin, eine Frage. Kannst du die deutsche Sprache? Kennst du die deutsche Sprache? Kevin? Wer sagt jetzt ja? Weil da wissen wir alle, der lügt. Weil wenn er gackert, dann kann er gar kein Deutsch sprechen. Wie viel Obsidian brauchen wir denn nochmal? 14. 14. Kannst du 190 gesagt. Der gackernde Kevin. Der gackernde Kevin, genau. Ja, hey, nenn dich doch so auf YouTube, der gackernde Kevin. Ja, Kevin, nenn dich doch so auf YouTube, der gackernde Kevin. Der würde sich auch promoten. Er wird dich auch promoten. Er würde dich auch promoten, also abonnieren und so weiter. Nee, ich werde in meinen Videos Werbung machen dazu. Wie du heißt? Kevin Tilde. Kevin Tilde. Aua! Der hat gerade eine gehauen. Okay, du heißt. Kevin, du kriegst gerade einen aufs Maul. Was hast du gesagt? Kevin kriegt gleich aufs Maul, ich komm gleich mit meiner Hand durch den Rechner. Ja, dass er so eine Hand durch die Rechner schlagen würde. Pass auf! Was ich schreibe? Ja, dürft ihr das alle mitlesen? Kevin, aber bei mir hast du immer noch Kevin Töne bei YouTube. Ja, Kevin, liest das! Fuck you, Kevin! Alter! Warte, jetzt hab ich was geil. GG. Wegen Spruch. Der Spruch, der war so geil. Nee, warte. Guter Spruch. Ja. Ja, ich glaube, dass jeder. Kevin muss wieder aufs Klo. Achtung, Kevin! Jeder wird den Part sehen. Das wäre mindestens 10 Aufrufe. Ich glaube, das wären bald mehr. Was, Kevin? Was, Kasam 95? Ich würde sagen, wenn das dann online ist, werden sehr viele sehen. Nur wegen dem Spruch. Oh ja. Oh. Den Part werden auf jeden Fall sehr viele sehen. Mr. Kasam 95, fuck you, Kevin. Kevin? Fuck you. Okay, nein. Oh Gott. Okay, genug Verarscherei und Dummerei. Ja, warte, ich will gerade. Was ist der Unterschied zwischen Kevin und ein Enderman? Warte kurz. Ach, was? Ja, Enderman. Ja, ich werde gleich, glaube ich, gleich meinen Enderman wegkämpfen. Nein, was ist der Unterschied zwischen Kevin und einem Enderman? Was hast du gesagt, Carsten? Was ist der Unterschied zwischen Kevin und einem Enderman? Was ist der Unterschied zwischen einem Kevin und einem Slenderman? Slenderman ist größer als er? Nein. Weil Slenderman ist statt nach vorne nach oben. Der weiß wenigstens die Fresse zu halten, der Enderman. Was hast du gesagt? Warte kurz, ich drücke mal. Der Enderman weiß wenigstens die Fresse zu halten. Oh, der Slenderman weiß wenigstens die Fresse zu halten, hat er gesagt. Der Slenderman. Ey, was ist noch der Unterschied? Der Slenderman ist statt nach vorne nach oben. Nach vorne nach oben gewachsen. Nee. Der Enderman ist männlicher. Mach doch. Oh Gott, nein, ich werd sterben. Nee, doch nicht. Oh. Ja, dann geh doch. Das ist eine Tür zu, ne? Ich komme runter. Wer ist sie? Da ist doch. So, Kevin ist kurz weg. Oh Gott sei Dank, ey. Ja. Ich wollte gerade was ganz Geiles schreiben, aber naja. War ich mir für mich. Ich hab nur 13 Obsidian, eins konnte ich nicht abbauen. Aber hier ist noch genug Lava, also keine Angst. Take this fresh water, Kevin! Kevin ist nicht hier.
Ja, aber den Spruch fand ich geil von dem Tento. Take this, fresh water! Oh. Scheiße. Warum wird die Lava auf einmal bei mir zu Stein? Ja. Statt Obsidian. Ich werde dir noch einen geilen Spruch. Ich habe einen geilen Spruch noch auf Lager. Den werde ich sagen, wenn er wiederkommt. Sag. Ja, er kommt gleich, er kommt gleich. Sag, wann er kommt. Sag einfach, Kevin is back. Okay. Kevin is back. Ah, er ist zurück, der Mann der Stunde. Ich dachte, er kommt nie wieder. Oh, das ist ein guter Spruch. Der Mann der Stunde, ich dachte, er kommt nie wieder, Carsten, so hat sich gerade gesagt. Du bist der Mann der Stunde. So, jetzt. Ich brauche einen guten oder einen schlechten Sinner. Okay, sehen wir dann selbst. Guten oder einen schlechten Sinne, Carsten 95? Weiß nicht. Hm. Weiß er nicht. So. Ja. Ja. Kevin, willst du sterben? Oh, er hat geschrieben, Kevin, willst du sterben? Willst du sterben, hat er geschrieben. Gesagt. Nein, hat er gesagt. Und jetzt? Hallo? Ja, ich bin noch da, keine Angst. Ja, er hat gesagt, oh, jetzt schreibt er, glaube ich, was in den Chat. Das spüre ich. Über natürliche Kräfte. Oh, das wird ein ganz böser, das fühle ich jetzt schon. Finger weg. Ja, das stimmt. Sonst schneide ich sie dir ab. Sonst schneide ich dir die Finger ab, wenn das machst. Ich reiß dir den Kopf sonst ab, Kevin. Er hat's gemacht. Er hat gesagt, dass er den Kopf abreißen wird. Komm her! Okay, diese Folge ist gerade ein bisschen tricky. Ja. Du bist gerade eine Kakerlake. Eine, wusstet ihr diesen Fakt schon? Die Kakerlake stirbt eigentlich nur, weil sie an Hunger stirbt, wenn ihr Kopf ab ist. Ja. Heißen Mund weg. Wenn dann schon Maul, ja. Okay. Wohl? Oh. Alter Schwede, du drückst jetzt endlich. Kevin, nein! Das ist Alter. Oh, hast du gesehen? Du hast mir weh getan, ey, dein Spaß. Wieder so ein leichtes Buch. Oh. Oh ja. Mann, du bist so ein Arschloch, Kevin. Ey, wir verarschen ihn so, ey. Ich weiß, wie ich den Part heute nenne. Ich nenne den Part Kevin, der Mann der Stunde wird verarscht. So, damit haben wir sogar auch schon ein Feuerzeug, 14 Obsidian. Ich baue mal das Metaportal. Ja. Wie wär's, wenn wir Kevin dort einsperren und dann war das Metaportal kaputt? Oh ja, das wär. Dann darf er gerne mit den Gästen folgen. Wenn du da durchgehst und mich da irgendwie das Metaportal kaputt machen und du da durchgehst. Dann bist du dafür immer eingesperrt. Nur ich kann, weiß, wie man die Gäste töten kann. Da gibt's keinen Obsidian, Neta. So. So, Leute, ich bin trotzdem produktiv und habe dam eine Eisenrüstung. Ja, wir haben alles. Naja, nix. Ohne Klamotten. So, ich baue nochmal draußen Niederportal. Und ich brauche wieder Steine. Give me stone. Sind wieder dunkel. Ich baue das Netherportal bei uns oben im Baumhaus. Oh, das sieht geil. Oder ja, auch nicht. Ich glaube, das Carsten schon und sich auch gleich wieder einen Spruch schreibt. Schreib einen Spruch, komm schon, schreib ein. Ich habe gerade keine Lager. Ich baue den in unserem Schlafraum, das Netherportal. Ich schreib doch etwas. Den Boden muss ich ja wegbauen, ne? Mach's mal trotzdem, weil ich so Achtung! Du solltest. Drei breit, ne? Und drei hoch, ne? Oder wie viel hoch? Kasse. Fünf hoch, vier. Drei breit und fünf hoch, ne? Ja, drei fünf. Lang. Ja. Ich muss das schon die Dach kaputt machen. Geht nicht gegen dich, geht gegen Kevin. Kannst du zeigen? Hey! Wie ein Platz!
Der verarscht mich. Er wird heute verarscht, Leute. Ich sag da, der Bart heute da auf, Kevin zu verarschen. So, jetzt bin ich fertig, oder? Okay, Kevin, du bringst uns morgen Nintendo. Oh, ich hab das falsch gebaut, ich muss das 4 bereit. Ja. Kevin, du bringst uns dann sofort beim nächsten Mal Nintendo her, ich will Nintendo verarschen. Du willst Nintendo verarschen? Oh, das wäre geil, wenn du Nintendo kriegen würdest. Los, Kevin, bring mir Nintendo. Er hat gefragt, ob du ihn bringen kannst, also Nintendo bringen kannst. So, er hat gesagt, los, Kevin, bring mir Nintendo. Der checkt das gar nicht. Der checkt's ne. Facepalm for the win! Oh ja. Mann, ich spüre irgendwie so ein Spruch. Ich glaube, gleich kommt sogar wieder einer. Ich drück nix in den Chat, keine Angst. Er wechselt gerade in den Chat, keine Angst hat er. Nee, ich schreibe gar nichts in den Chat. So, er schreibt gar nichts. Oh, ja, ich bin auch so dumm und besser. So, fertig. So. So, Netaportal wird angeschaltet in 3, 2, 1. Netaportal erschaffen. Ja. Kevin, Finger weg von der Tastatur. Nein. Kevin, wenn du einmal versuchst, mich anzugreifen, wenn du es einmal versuchst, aber dann hast du ein Problem am Hals. Nee, die Schaufel hat sich in den Nether teleportiert. Kevin, komm her! Komm her, Junge! Komm her, Junge! Lass dich wissen! Ey, Kevin, das ist so kacke. Lass uns doch einfach mal. Okay, beenden wir die Part A, da Kevin hier noch anfängt, hier durchzudrehen. Nein. Also, Leute, vergiss nicht, Kevin einen aufs Maul zu geben. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt Kommentar, vergiss Wert und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Jetzt kein Lukas Verabschiedung. Also, bis dann, Leute!